It's me. Hi, I'm your bestie, it's me. Was du da liest? An welcher Stelle? Brave Maike? Mir ist kalt. Ich sollte mich bewegen. Ich habe keinen Gleiter, da war ja was. Ich habe keinen Gleiter. Das Wasser ist auch kalt. Ich muss was essen. Moment, sie hatte den Chat schon vor dir offen. Habe ich denn noch was Warmes zu essen? Habe ich. Ich wollte halt original einen Gleiter auspacken, aber ja. Okay. Gut, das Wasser ist trotzdem zu kalt. Muss ich das Ganze anders angehen? Ist ja nicht so, als könnte ich mich porten. Ich kann mich nicht porten. Ich kann mich halt echt nicht porten. Was zum Teufel ist hier los? Komme ich jetzt am besten hier wieder runter? Ohne zu sterben. Wie soll das denn gehen? Ich friere mir hier doch den Arsch ab. Ich mach was drin. Chili. Nö, jetzt nicht, bitte. Aber wieder reinkommen hier. Und weiterkommen. Also nach Hause kommen, irgendwie wegkommen. Bin ich eigentlich der einzige Idiot, der unfähig ist, hier irgendwie seinen Weg runterzufinden? Übersehe ich irgendwas Grundlegendes? Ich kann mich nicht porten, ich kann nicht gleiten. Ich kann nicht springen. Weil ich nicht gleiten kann. Da unten erfriere ich. Ich kann auch nicht lang klettern. Ich übersehe definitiv irgendwas Grundlegendes und werde gleich erfrieren, wenn ich so weitermache. Ja. Ich sollte auch vielleicht näher an den Felsen rangehen. Na gut, habe ich wenigstens mein Essen wieder.
Ich übersehe irgendwas wirklich komplett Grundlegendes. Wo ist die Kamera jetzt so weit? Oh, vorne war die doch passe. Habe ich ja. Tief gefroren. Tief gefacht. Geh weg! Junge, lass mich doch in Ruhe einfach nur die Klippe runterhüpfen irgendwie. Runter. Ja, ich will runter, danke. Zu glatt. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich hier wegkomme. Ich mach gleich aus. Die Stille kotzt mich jetzt schon an. Ich stehe irgendwo im Eisigen, kann mir nicht wegteleportieren, ich kann nicht runterspringen, ich kann nicht runterklettern. Jetzt mal ehrlich, hab ich irgendwas übersehen? Ja. Und was und wo bitte? Ich würde mich sehr über Informationen gerade freuen, weil es mich gerade ankotzt, hier oben auf diesen Felsen zu hängen. Und aus Versehen runterzufallen. Ich schmeiß das gleich wieder aus dem Fenster raus. Ich hab gerade keinen Bock mehr auf das Spiel. Also wirklich, ich hab gerade keinen Bock mehr auf das Spiel. Also es gibt, ja, dass es den irgendwo gibt, weiß ich, ist mir wohl klar, das ist logisch. Muss es ja geben. Die Frage ist, wo ist der? Wahrscheinlich irgendwo, wo ich in diesen 2 Minuten nicht mal hinkomme und dann erfriere beim Runterklettern. Ich kann ja nicht mal vernünftig laufen in diesem scheiß Schnee. Ich krieg das komplette Kotzen hier. Wahrscheinlich ist das ungefähr hier der Weg. Ich koche mir erstmal was zu essen. Ich beseitige erstmal die Gegner und mache mir dann was zu essen. Lass mich in Ruhe. Aber ich kotze es hier gerade tatsächlich einfach nur an. Nein, gib mir den Stock. Axt ist bald durch. Nicht nach Angriffsstärke, mach ich es verwendet? Nein, so. Scharfe Brachchil. Ach, Brachchis. Okay. Gut, jetzt habe ich wieder was zu essen da. Ich glaube, man. Meine Tendenz ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht hier gerade. Ich speichere das erstmal, bevor ich hier gleich wieder komplett das Kotzen kriege. Seitig gewesen ist das Schneeproblem. Ach so. Das Wasser ist immer noch zu kalt. Das sieht schmerzhaft aus.
Okay, bin ich vielleicht doch nicht auf dem richtigen Weg. Es war ein guter Ansatz, aber nein. Muss eher nach Süden weiter, ne? Ich glaube, das ist der Weg, denn. Nicht ins Wasser! Mann! Gut, jetzt habe ich es zu eilig. Ja, und wie oft bist du gestorben? Ja. Runter, ja. Ja, doch nicht so rum, bitte. Ich drücke mal die falschen Tasten. Komm jetzt. Hin. Okay, der Schutz läuft gerade aus. Ich muss ja irgendwie von diesem scheiß Eisfleck weg. Ich hab dann. Ich muss irgendwo aus dem Eis raus, sonst erfriere ich gleich irgendwann mal. Dann starte ich wieder oben und muss wieder runter. Ich kann mich nicht teleportieren. Nein, sonst hätte ich schon längst getan. Nein, kann ich. Das ist ja das Problem. Sonst wäre ich schon längst ganz woanders. Ich muss mal wieder was essen. Ja, aber sobald ich ins Wasser springe, erfriere ich, weil das Wasser. Hast du überhaupt aufgepasst? Nein, das ist auf alles. Sprüche machen und nichts mitkriegen hier. Jetzt irgendwie surfen. Irgendwie komme ich schon nach oben. Ich glaube, das war auch ungefähr der Weg, den ich nach oben gegangen bin, ne? Ja. Ja. Oh, nein. Nein, erst recht nicht. Langsam echt das Kotzen. Kann ich hier unten? Nein. Ach, da ist das Wasserende. Das hier ist offene Fläche. Eine Klippe. Und nein, Maike, wenn ich mir das angucke, nein, hier kann ich nirgends. Das Wasser ist hier komplett alles kalt. Ich kann hier nirgends in sicheres Wasser springen. Das Wasser alles kalt ist. Ich bin ja hier reingesprungen, ich bin da reingesprungen, es ist alles bis hier und dann ist Wasser vorbei. Es gibt hier keine sichere Stelle, um in Wasser zu springen. Ich muss rübersetzen und hier lang weiter. Oder ich kann jetzt hier lang. Wo ist eigentlich meine rote Markierung? Achso. Okay, also zur blauen Markierung.
mal auf, hier rum zu blinken. Geht mir auf den Sack. Muss ich nur noch heil runterkommen. Gut. Kälteproblem beseitigt. Speichern. Oh. Warum macht man denn so eine Scheiße? In dem anderen kommt man wenigstens Porten in Breath of the Wild damals. Sich hier am ruhig schon gönnen können. Absolut demotivierend. Irgendwann kriege ich mal einen davon. Doch weniger nach dem Krokrisse aus, sondern mehr nach Roll sie platt. Das ist halt echt ein bisschen unpraktisch, das stimmt schon. An der Stelle. So, da sind wir wieder. Schleichwämmchen. Komme ich an welche ran? Komm runter, mein Freund. Komm runter. Das andere runter. Krieg ich den? Ist immer so schwer, wenn du keine Schleichrüstung hast. Der ist aber noch so weit oben. Hätte ich abschießen sollen. Ja. Krüchtig Softlock halt nicht, aber. Ist schon happig. Du musst ja sofort, wirklich, sobald du kannst, ins Menü rein was essen. Sieht wieder so bescheuert, dass Fleischfetzen drin ist. Ich hab's jetzt. So, Zelda, dumme Kuh, ich komme. Die Lore auf dem Schild. Oder essen. Ja, du wirst doch wohl einen losen Apfel im Wild haben. Du musst es ja nicht immer verkochen. Du kannst ja die Äpfel und Pilze auch so reintrümmern.
Also wenn du sogar ohne Materialien unterwegs bist, dann machst du was falsch. Aber wenn das eintritt, dann ja, das wäre natürlich... Ist das Tier der Gegend? Abgehoben, die Kleine, hä? Zeitung. Nehmen wir gerne an. Die Fähigkeit, die Bewegung eines Objektes rückgängig zu machen. Man nennt sie Zeitung. Okay. Ich glaube, das bietet sehr viel an. Und Zelda ist verschwunden. Ach, nee. Bei Breath of the Wild habe ich 100%. Ja, bei Breath of the Wild war schon schwierig, die 100% zu definieren. Einige würden sagen, habe ich nicht gemacht, einige würden sagen, habe ich gemacht. Die Karten 100% habe ich gemacht, nur nicht on stream alles, sondern mehr privat. Habe ich so mit Maike fast annähernd. Bei Maike fehlen Orte und Crocs nur. Aber sonst hat sie eigentlich auch so weit alles gemacht. Hier zum Beispiel alle Nebenquests kam durch. Was ich aber zum Beispiel in Breath of the Wild nicht gemacht hatte, war das Fotoalbum voll. Hier weiß ich noch nicht. Ich werde halt erstmal spielen und dann werde ich irgendwann mal, ich denke mal so Crocs und sowas. Ja, irgendwann werden wir auch mal die Karte oder sowas anfassen. Aber nicht jetzt hier durchgeprügelt, sondern irgendwann später mal. Ob es das Favorite Tool wird, weiß ich noch nicht, aber es wird auf jeden Fall ein sinniges Tool. Oh, ich habe doch erst 3. Ich kann doch nicht. Sag ich doch. Hm.
Das ist doch wie beim Schwert. Ich werde zu schwach sein. Ich muss. Genau. Wie Breath of the Wild Master Sword. Okay, ein zusätzliches Herz. Ich verstehe. Ah. Ja, gut, ich weiß. Ich brauche, glaube ich, nicht unbedingt laut lesen. Gönn Schrein. Ach, jetzt darf ich teleportieren, ja? Ey, fickt euch doch. Ganz ehrlich. Das hätte man ruhig schon ein bisschen früher gehen können. Immerhin. Immerhin wird wieder aufgeheilt.